Kavitation kann für Wasserversorger eine kostspielige Herausforderung sein, was zu erhöhten Wartungskosten und ineffizientem Pumpen führt. Im schlimmsten Fall können die Pumpen vollständig ausfallen. Kavitation tritt in Wasser- und Abwasserpumpen und Rohren auf, wenn auf der Einlassseite der Pumpe nicht genügend Druck vorhanden ist. Es kann schwierig sein, Kavitation zu erkennen und zu beheben, bevor es zu spät ist. Es kann zu ernsthaften Schäden an den Pumpenlaufrädern kommen. Der Druckabfall auf der Einlassseite kann durch Leckagen, geschlossene Ventile, niedrigen Systemdruck oder einen niedrigen Füllstand in einem Tank oder Vorratsbehälter verursacht werden. Wird die Drehzahl des Pumpenlaufrades nicht an einen langsameren Wasserfluss angepasst, erzeugt das Laufrad kleine Vakuumblasen, die sich an der Oberfläche der Laufradschaufeln bilden. Die Blasen implodieren dann, wodurch die Oberfläche des Laufrades beschädigt wird. Die implodierenden Blasen können Stöße an den Wasserleitungen und Sensoren verursachen. Die Beschädigung des Laufrades kann in überraschend kurzer Zeit auftreten. Die wasserspezifischen ACQ-580-Frequenzumrichter von ABB verfügen über eine integrierte Kavitationserkennungsfunktion, die keine externen Sensoren benötigt und die Drehzahl der Pumpe automatisch auf einen Punkt anpasst, an dem keine Kavitation mehr auftritt. Wenn sich der Druck im Einlass erholt, beschleunigt der Antrieb auf die Geschwindigkeit des normalen Pumpenbetriebs. Darüber hinaus bietet der wasserspezifische Antrieb ACQ-580 eine breite Palette integrierter Pumpenfunktionen, um einen sicheren Wasserfluss zu gewährleisten. Kontinuierlicher Fluss, kein Stillstand.